Any last-minute supplies before the showdown? You're selling stuff now? But of course. Once Sin is gone, we'll need to be rebuilding home, you see. Man, your dedication is really astounding. If there's anything I can help you with in the future, just ask. Ace, Ween Topped. Janokup. Wiraja Fam may not win Dukia. Eiko, Ului Goof Trenel. Dat regdra chofunt lusa, drit falum tingu, et ex wo wicked hot. Ace Ribidu. Rana in the car, du lukne dimida winchelag. Drigwe. Hallo Leute, willkommen zurück hier in Final Fantasy 10. Ja, Let's Play ist noch nicht vorbei. Es gibt nicht ein paar Sachen noch zu tun. Ein paar, aber nicht mehr viele. Ich kann euch mal ein bisschen hier zeigen, dass Tidus hier ein bisschen weiter am Feuerbrett ist. Moment, noch weiter raus. Noch weiter raus. So, also der ist schon ganz schön fleißig gewesen, der Gute. Die obere Ecke da oben fehlt ihm noch. Aber ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust dazu. Ich habe mir gedacht, also gehe ich woanders hin. Apropos, Yuna. Du hast noch einen Erfahrungspunkt, den gebe ich noch aus hier. Wuhu!
Aber wir sind ständig diese Sphäroiden ausgegangen. Ja, das war nicht sehr schön. Ich kann euch dann zeigen, wie man die auch bekommt in schneller Weise. Also Juno, Tidus und Auron halten extrem viel aus. Auch Wacker hält extrem viel aus. Das sind meine vier. Ich trainiere. Ricolulu und Kimarelle, da habe ich ein bisschen zurückgesteckt, weil es dauert einfach so lange, Leute. Also habe ich gedacht, ich bleibe mal bei vier Charakteren. Vielleicht später auf fünf erhöhen. Mal schauen. Und was ich mache in diesem Part, nachdem die Story vorbei ist, es gibt noch ein paar, ich sag mal, sehr gefährliche Gegner im Spiel. Und ja, ich habe mit Wacker noch immer nicht seine ultimative Waffe. Ja, da habe ich ein bisschen Pech gerade am Blitzballen. Aber egal. Warum bin ich auf der Insel Bicanel? Bicanel? Ja, fast richtig. Besaid fängt auch mit B an. Ganz einfach. Mir fehlt noch was, Leute. Bei Auron gibt es nämlich noch ein viertes Limit, / Ekstase. Die habe ich noch nicht, wie man sieht. Und die bekommt man nur, wenn man, naja, zurück nach Besaid geht und einen Gegner besiegt, der wartet. Der ist erst da, sobald man als, sobald die Leute herausgefunden sind, dass wir Ketzer sind, okay, naja. Sobald man halt Sima umgebracht hat. Da denken die Leute, man ist Ketzer, weil Jebon und so, ne. Dann ist dieser Gegner hier. Beziehungsweise der hier da. Hallo. Also ich bin neugierig, ob ich das schaffe, weil normalerweise sollte man da ein bisschen schon trainiert sein. Ich meine, Tidus, ich bin mir gut trainiert. Das Problem ist nur, ob ich den... Ja, hi. Ob ich den treffe, mein Freund hier. Es ist nämlich die Falfaris. Allerdings nicht nur irgendeine Falfaris, sondern die schwarze Bestie Falfaris. Und die Leute, wie man sieht, die ist schon ganz schön flott. Da kommt nicht mal Tidus mit. Also die ist schnell. Die ist wirklich schnell. Da gibt es nichts zu sagen. Und sie haut rein. Und zwar sehr stark. Die haben mal lustige Technik drauf, die gute. Es gibt ein paar, die machen genau 9.999 Schaden. Das heißt, wenn man hier über 10.000 HP hat, zum Beispiel durch einen HP-Expander, durch eine Rüstung, ist dieser Kampf sogar relativ einfach. So, hauen wir rein mit der Angriffstombola. Jetzt geht's rund. Bin gespannt, ob ich das hinkriege. Und ich habe es, glaube ich, direkt verkackt, aber egal. Einfach rein. Einfach rein. Ja, das macht ein bisschen Schaden. Ich hätte gerne mehr gehabt. Und hier ist ein Laserstrahl, der macht... Ich glaube, das war's mit der 9.999, ne? Außer man hat genug Verteidigung. Da bin ich halt gespannt, ob ich ihn aushalte. Kawutz! Nein. Okay, das wollte ich wissen. Puh, na gut, da muss ich halt anders kämpfen. Zum Glück ist in der Nähe hier ein Speicherpunkt. Sonst wäre das nicht so schön. Also, das erste, was dieser schwarze Falfaris immer macht, ist der Laserstrahl. Ich glaube, der überprüft dann nur, ob man auch für ihn bereit ist. Weil der Laserstrahl geht auf alle und macht 9.999 Schaden. Außer man hat genug Verteidigung, die ich nicht habe. Ich würde sagen, diesmal geht's richtig los, ja? Keine Gnade für deine schwarze Falfaris, mein lieber Herr, wer auch immer bist. Wahrscheinlich irgendein Typ von Jevan. Ob er untot ist, weiß ich nicht. Bei denen weiß man nie. So, ab geht's! Falfaris, du kriegst es jetzt ab! Okay, ab geht's! Ich freue mich schon drauf. So, Suppression ist gar nicht mehr so schlecht, also hauen wir rein. So, trink mal einen Schluck. Das war so richtig. Oh yeah. Hier kriege ich gleich Durst hier. Und ich habe nichts zum Trinken da. No. So. Yay! Das sollte ein bisschen Schaden machen. Weil auch unser Angriff ist gar nicht mal so schlecht. Ja, 30.000. Das ist nicht schlecht. Oh. Warum ist Juna hier? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie mache ich nochmal diesen Unfallschutz? Okay, dann gehe ich mal kurz basteln. Ich glaube, es war eine Phönixfeder oder sowas. Schau mal. Nee, das ist ein Endelixier. Das ist Heilung für alle. Mist! Oh, gut, er macht nicht Laserstrahl. Er macht nur normalen Angriff. Das heißt,
Das geht noch, Leute. Alles ist möglich. So, den hau ich raus. Ah, ich hau mal den Großen raus. So, Bahamut. Zeig's dieser schwarzen Falfaris. Ich weiß, man kann es auch mit seinen normalen Charakteren schaffen. Ja, das ist möglich. Aber ich habe jetzt keine Lust zu trainieren und ich will endlich auch unsere letzte Ekstase haben, ja. Ich will sie unbedingt haben. Bei der nächsten schwarzen Bestie werde ich eben ein bisschen da mehr chillen und nicht so viel zusammen machen. So, hau rein! Jawoll. Falls ihr wissen wollt, wie viel diese schwarze Falfaris aushält, 800.000. Und hat einen verdammt guten Verteidigungswert eigentlich. Also die hält aus, die hält aus. So, Laserstrahl auf Bahamut, schau mal, wie viel das macht. Ich bin gespannt. Werden angenommen. 6.000! Ja, also Bahamut, seine Verteidigung ist nicht schlecht. Sie ist wirklich nicht schlecht. Aber ich habe auch noch Vitra, sondern ich halt MP habe. So, Bahamut, jetzt zeig's mir mal da. Schwarz verfahren ist. Ich tank das! Steht so da. Ich tank das! Au! Muss der da kritische Treffer sein? Muss der das sein? Im Ernst? Autsch. Okay, wäre das kritische Treffer nicht gewesen, hätte ich es ausgehalten. Definitiv. Ich sehe schon, ich muss Bahamut oder Anima Hass beibringen. Sonst wird das ein sehr langer Tag bei den schwarzen Bestien. So, er kraft wieder an. Wirklich nur einen. Wieder kritisch. Der hat's heute aber auch. Hm? Na gut. Du willst das also? Du kriegst das. Muck, Duck und Rock. Die drei sollten das eigentlich hinkriegen. Ich müsste jetzt noch ein bisschen mal trainieren, damit ich die schwarze Falfaris so hinkriege. Ohne Summons. Aber mal einfach rein. So, freie Hand. Langweil. Dann langen wir mal da rein. Und du kämpfst mit der Wind. Wirklich? Danke sehr. Schön. Maximalschaden. So, wenn die Ekstase voll ist von der schwarzen Falfaris, dann macht sie ihren Lunarisch-Strahl. Das geht auf alle. Und ist sehr stark. Mit sehr stark meine ich wirklich sehr stark. Da schau mal, wie das macht auf meine drei Damen. So, Lunarstrahl, wie gesagt, alle. Und sieht genauso aus wie der Solarstrahl. Wie er halt einen Namen hat. Juhu! Sowohl Sonne und Mond darstellen, die beiden. 50.000 auf alle! Nett. Nett. Das ist richtig nett. Alles klar, ich darf lieber nicht gleich erstes raushauen. Ja, merk schon. Gut, kurz mal hier Gruppe machen, weil ich gehe mal ja gleich her, so. Ich glaube, das endlich dann gleich nochmal. Wacker her, Tidus, Oron, Wacker, ja, die drei. Mit Jonas sollte ich eigentlich auch volle Ekstase haben. Eigentlich, aber ich will es so schaffen, ja? Okay, ich schneide für euch mal die Szene, weil es immer dasselbe. Oder kann ich die überspringen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich hämmer mal auf die X-Taste. Das müsste dann eigentlich gehen, dass er gar nichts sagt. Wenn nicht, dann schneide ich das für euch, weil es ist, wie gesagt, immer das gleiche hier. Ja, kann mich überspringen. Leider. Ja, schüttel den Kopf, Freund. Okay, man kann seinen Reden unterbrechen mit X-Gamer, aber es dauert trotzdem. Es dauert einfach. Ich habe die nicht vermisst, die schwarze Falfaris, ganz im Ernst. Die Frage ist jetzt nur, was macht sie diesmal als erstes? Macht sie Laserstrahl? Macht sie einen Angriff? Das weiß man halt nie. Vertappt. Das war gar nicht sogar das hier. Ich bin so schlecht. So, aber Allesbrecheffekt ist noch immer vorhanden. Oh, 21.000 ist nicht schlecht. So, ich spiele das jetzt mal ein bisschen safe runter.
Ich rufe! Jojimbo wäre zu einfach. Ganz im Ernst, Leute, das wäre zu einfach. Ich versuch's mal mit Anima. Ihr dürft ein bisschen schneller sein wie der Bahamut. Bisschen. Also die schwarze Anima, die ist flott. Die ist wirklich flott. Schwarze, ja, schwarze Anima. Dann weiter. Die schwarze Falfaris. Ja, die ist sogar zweimal dran. Ich habe keinen Hass. Ja, ja, egal, einfach rein. Einfach rein. So, zack! 99.999, ja, schön, so muss das sein. Das Gute ist auch noch, die Anima hält viel aus. Zwar jetzt nicht unendlich viel, aber einiges. Und die hat auch noch Vikra, ist besser als Vitra. Ja, schöne Heilung. Huhu, 9000er Heilung. Hat auch nicht jeder. Ja. Bisschen Retardeffekt. Okay, bin langsamer deswegen. Ist okay und. Diese kritischen Treffer, ey. Diese kritischen Treffer. Kannst du die mal lassen, bitte? Das wäre sehr nett. Danke. Und jetzt kommt die Chaos-Dimension. Ich bin danach zwar nicht mehr dran, aber die macht Schaden. Die macht definitiv Schaden. Mal schauen, ob das ein One-Hit ist. Ich glaube eher nicht. In der Monster-Farm habe ich da immer 1,5 Millionen gemacht. Kadusch! Mal. 691.000! Und da ist sie weg. Ich sage, die hält nur 800.000 aus, die schwarze Fares. Nur. Das war auf den Leck, Leute. Ein bisschen jagt ihr mal. Ja, ist gut nachgekommen, aber noch. Puh. Also ohne Anima ist das schwierig, beziehungsweise unmöglich für mich. Was kriege ich denn? Zwei Dunkelkristalle und ein Regener-Schild. Ich hätte lieber was anderes bekommen. Tja, Challenge accepted, mein Freund. Also die nächste schwarze Beste. Stay away from the summoner. Die Omai vermisst. You're a bad man. Ciao. Stay away from the summoner. Ich hab die Oma vermisst. Was wollte ich gerade sagen? Stimmt, es gibt mehrere schwarze Bestie und ich werde versuchen, die ohne meine Summons hinzukriegen. Da muss ich allerdings noch ein bisschen trainieren. Ich meine, ich habe das Fährbrett ja schon ziemlich voll, wie sieht man ja gut. Und trotzdem verkacke ich noch immer. Ja, ja, das ist normal. So, irgendwo gibt es hier noch einen Check-Spheroiden hier. Das ist der letzte. Alle anderen habe ich in irgendeinem Part gezeigt, ich weiß nicht mehr welchen, das ist schon so lange her. Nämlich hier hinten in der Ecke. Da rechts, da ist er. Der letzte Check-Spheroid. Smallest heap of huts I ever seen. Now, that looks like a fine place to live. Auron. My lord. When this is over, could you bring Yuna here? I want her to lead a life far away from this conflict. You have my word. I will bring her here. Thank you, Auron. You're a good friend. What are you guys doing? Let's go! I'm so hungry I could eat a Shupov whole. Sorry. Well, let's go then. Auron hat Ekstase Zephyr erlernt. Eine ziemlich coole Ekstase bekommt man nur, wenn man alle Check-Spheroiden gesammelt hat. Es sind insgesamt 10 Stück. So, schauen wir die mal an. Hier ist es. Fügt allen Gegner Schaden zu und ist auch schon relativ stark. Naja, ich hab's vermisst. Also Leute, es gibt hier noch mehr schwarze Bestia, wer hätte es erwartet. Aber ich muss noch dafür trainieren und das dauert einfach nur. Das dauert. Auf Dauer geht es ein bisschen auf den Keks und zweitens, es gehen mir auch immer wieder diese Spheroiden aus, ja? Ich meine, hallo? Was habe ich denn da gerade? Ich habe nur noch 9 Grasspheroiden, 2 Spheroiden, 106 Ability und über die Glücksspheroiden will ich gar nicht erstmal reden, ja? Eine andere Geschichte mit denen. Also ich auch habe, sind die Sprengspheroiden, die kann ich euch mal kurz zeigen, was die machen. Die machen, dass man etwas wegsprengt. Zum Beispiel, ich will sagen, ich will. Hier, nein, nicht Rixus, Sprengspheroiden. Ich will hier die HP weghaben.
und dadurch etwas anderes ersetzen. Oder zum Beispiel, ich will diese Abwehr da weghaben. Einfach Sprengstoffreden sagen und zack, wegmachen. Aber das mache ich noch nicht. Das mache ich erst später. Also ich könnte zum Beispiel sagen, jetzt muss ich zeigen, ich nehme diesen Abwehrkraft 3, sprenge den weg und zack. Und tue dafür Abwehr plus 4 rein. Das heißt, ich habe zwar nicht ausgezahlt, aber zum Zeigen war es okay, finde ich. Und das kann man auf dem ganzen Sphero-Brett machen. Und somit kann man seine Statuswerte hier maximieren. Ja, das kann man wirklich machen. Das dauert aber eine Zeit lang. Das Maximum bei Angriff, Abwehr, Magie und so weiter ist auf 255 beschränkt. Die MP sind auf 999 beschränkt, die HP auf 9099, außer man hat HP-Expander und MP-Expander. Dann hat man 99.999 Beschränkung. Soweit so gut, Leute. Und ja, ich habe extrem wenig Treffer, habe ich gemerkt. Höchsten Treffer hat gerade mal Titus mit 60 und Angriffswert von 157. Ja. Also Angriff hat der Titus, ja, das will ich nichts bestreiten, aber er hält halt nichts aus. Es ist eine Glaskanonengruppe. Obwohl, die Werte eigentlich für sich sprechen, ne? Gut, Leute. Ich gehe jetzt weiter farmen und leveln und dann will ich die nächste schwarze Bestie ohne Summons hinkriegen. Beziehungsweise alle anderen schwarzen Bestias, ja? Es gibt nämlich mehr als eine. Kleiner Tipp, es gibt so viele. Damit wir es verstehen, ja? Aber ja, die Waldfee, das wird ein Spaß, alle zu besiegen. Ich freue mich drauf. Nicht! Den Ball, was habe ich für ein Regener-Schild bekommen? Regener. Das müsste eigentlich für Titus sein. Autoregener. Ich habe die schlechteste Rüstung bekommen, die man von dieser schwarzen Fallfahrers bekommen kann. Nice!